Hey Freunde, willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind fast am Abkratzen, weil ich mich selbst in die Lava geworfen habe. Ich muss von da aus. Oh je, das kann schon gut enden. Okay, also. Moment mal, das geht gar nicht, oder? Ich dachte jetzt, ich müsste von da hinten eine Bombe holen. Dann schnell hier hoch. Aber dann muss ich ja festhalten. Ich glaube, irgendwie habe ich hier noch gar keinen Zutritt, oder? Hier dürfte ich noch gar nicht lang gehen. Oder eben, ich muss die hier besiegen. Hier komme ich auch hoch, hier war ich auch noch nicht. Hier geht's auch nicht irgendwie weiter. Sieht schon mal nicht so aus. Ich glaube, ich soll mal wieder zurück zu diesem Eingang. Ey! Den kann man gar nicht besiegen! Seit wann ist das denn so, dass man die nur am Mund treffen kann? Hallo? Hallo? Was ist das denn? Moment mal, hier war ich noch gar nicht. Hä? Der geht jetzt da hinten rein. Ah, hier kann ich mich heilen, okay. Bam. Sehr gut. Oh, verdammt. Verdammt. Verdammt, werf das Ding weg. Hey, was? Ach, das Geld drin. Ey, der wirft das immer in eine ganz andere Richtung. Ich komme nicht dahinter, was das soll. Oh, verdammt, das Ding bewegt sich ja. Moment mal, da ist ja ein Herzteil. Ich glaube sogar, ich soll hier hin, oder? Weil der Rückweg, der führt zu einem Herzteil. Also nee, der Weg hier, das ist ein Rückweg. Ich muss irgendwie hier rein. Drunter durchgraben. Heißt das, ich müsste irgendwie da rein? Moment mal, ich gehe mal mit meinem Käfer vor. Mal schauen, was mich hier drin erwartet. Ach Gott. Soll das vielleicht sogar so sein? Auf jeden Fall kann ich so eigentlich alle Orte erreichen mit dem Käfer. Das habe ich ganz vergessen. Alles klar. Ja, aber wo soll ich denn jetzt hin? Hier war gar nichts. Ach, da war nur die Kiste. Das Graben. Da drin war der. Andere Tür, ne? Ja, da muss ich auf jeden Fall hier lang. Ich hab das Gefühl, ich muss die besiegen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich! Oh ja, das sieht gut aus. Das ist denn nicht wahr? Ich
Ey, das gibt's ja wohl nicht. Wie soll ich die Viecher besiegen? Ey, das ist doch wohl nicht wahr. Ey, wie läuft denn der so komisch? Muss ich die Viecher überhaupt besiegen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich das so mache. Oh! Ey, was? Ich weiß es nicht. Ey, ich kann mit dem Ding nicht laufen. Jetzt zeigt er das Ding auf einmal ganz an. Wirf einfach weg. Ey, was macht er da? Ey! Ah, jetzt ist ein Panzer weg. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie es weitergeht. Okay, ah, jetzt ist er ganz weg. Aber das ist doch ja. 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 Tschüssi. Aha. So, hat trotzdem nichts gebracht. Das geht doch bestimmt nicht. Ich teste mal aus. Eventuell funktioniert es doch. Anscheinend nicht. Aber man muss es doch da hinten. Ich muss irgendwie da oben hinkommen oder da hinten oder irgendwas. Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss das Teil da sprengen. Wahrscheinlich! Ah, Moment mal, ich habe da oben was gesehen. Oh, verdammt. Ach nee, das ist ein Herz. Warum habe ich denn schon wieder nur noch ein Herz? Das gibt's ja wohl nicht. Ich muss mich aufladen. Hä? Da ist das. So. Okay. Genau. So. Ich versuche. Ah. Ey, halt nicht. Aha. Moment mal, jetzt steigt die Lava. Ah, nee. Ah. Alles klar. Jetzt kommt immer noch nicht denken weiter. Okay. Aber da ist jetzt auf. Ja, das ist eigentlich gar nicht möglich gewesen. Aber jetzt kann ich hier entlang. Oh je. Darf ich da jetzt rein? Ja. Aha. Was ist das denn jetzt? Ey, halt! Ey! Geht das jetzt los? Ach so. Ich will erstmal hier hin. Was ist das? Das ist bestimmt noch nicht der Dungeon. Was kann hier drin sein? Was ist das denn? Elden Erz. Okay. Alles klar. Was ist das da? Okay, schau mal runter. Ey, da ist so ein Block. Da sind schon wieder diese Dinger. Kann
ich da mit meinem Dings? Nee, ich glaube nicht. Ey, ey! Ey, ich kann einfach nicht mit dem Teil hier umgehen. Verdammt, wo bin ich denn hier? Zur Vogelstatue. Ich kann auch gar nicht mehr zurück. Hier wieder raus oder was? Ey, ich glaub schon. Ey, 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 ey. Was ist das denn? Ja, wahrscheinlich kannst du hier hoch, aber da hinten nicht. Ey, Moment mal. Machen wir mal den Link to the Past Test. Das funktioniert tatsächlich. Okay. Dafür brauche ich Bomben. Ich sitze schon wieder so falsch. So. Mittlerweile kriege ich echt Angst vor den Viechern. So, kannst du hier hoch? Nein, natürlich nicht. So. Unglaublich, die machen ja, was sie wollen, in unserem Revier. Jetzt mache ich eigentlich... Oh Gott, wie sieht der denn aus? Der sieht aus wie so eine Ratte. Ah, erschreck mich doch nicht so. Na, du suchst eine Freundin von dir? Da kann ich dir nicht helfen. Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen. Vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen. Oh. Kann ich irgendwie diese roten Kerne vertreiben? Du kannst dich doch einfach drunter durchgraben haben. Oh mein Gott, wie viel sind das denn, verdammt? So, sir. Aber das ist sehr sozial von denen, dass nur einer einmal angreift. So, bitte weg, ich hab schon gerade hier den Totenkopf verloren. Ey, das kommt, da kommen immer mehr. Ich hab keinen Platz jetzt. Keine Zeit. Ey, wo ist der Anführer von denen? Da oben. Der ruft immer wieder neue. Sir, was soll denn das? So ist das so ein Phantoms, komm ich mal her. Aha. Streu meine Augen nicht, alle besiegt. Genau. Was ist das denn hier? Das sieht mir ein bisschen aus wie die Geronenmine. Hallo? Australian Princess. Okay, was ist das hier? Das habe ich gerade alles gar nicht gesehen. Ey! Da muss ich von oben runterfallen. Du bist ja ganz schön stark. Danke für deine Hilfe. Wir mock mal, lassen uns nicht lumpen. Ich glaube, ich wundere mich schon gar nicht mehr. Wenn uns jemand hilft. Wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Rubine. Nein, hilf mir. Ich muss nämlich auch in die Show. Du warst auf der Suche nach deiner Freundin, oder? Dann wirst du das hier sicher gebrauchen können. Oh! Was? Die Grabklauen erhalten? Ich würde schon gerade sagen, die Grabklauer. Drücke A, um in ihnen aufwendig aussehen, Erdreich zu graben. Ah! Damit kommst du hier nach oben. Probier's mal an dem Loch da hinten aus, alles klar. In der roten Kerne in die Hände gefallen. Ich hoffe doch. Okay. Ach, das geht einfach so. Aha. Okay. Geld. Im Moment. Da ist noch was. Okay. Oh. Zwei Wege. Hm, wo lang? Hab ich vielleicht eine Karte? Oh, ich hab sogar eine Karte. Da geht's zu irgendeinem Labyrinth, da will ich nicht lang. Ach nee, halt, da. Dann komm ich da wieder raus. Ich geh erstmal hier lang. Nee, hä? Moment mal. Da lang. Achso. Hä?
oben steigen. Hallo, geht doch jetzt. So, was soll das denn hier? So, was ist hier? Geld, Geld, Geld. Hallo? Aha. Brauche ich nicht. Die leben hier alle. Also, bei dem anderen Weg kommt ein Labyrinth raus und hier muss ich mich für einen von drei Wegen entscheiden. Also, was ist denn das hier? Okay, der führt irgendwie dahin. Der führt dahin und ich gehe einfach den mittleren. Okay. Oh, ich bin sogar. Ich bin sogar richtig. Was ist denn hier drin? Warum sind das alles so große Truhen? Schon wieder Eldenerz. So, gut. Wo haben mich die anderen hingeführt? Ins Nichts. Moment mal, komm ich wieder zurück. Was ist das da oben? Ah! Alles klar. Moment mal. Ah. Alles klar. Also, wenn man da hingekommen, dann ist es schon ganz schön. Also, wir haben uns auf Anhieb für den richtigen Weg entscheiden. Genau. Das war richtiges Deutsch. Deutsch meine ich. Ja, das bringt mir sehr viel mit. Ja gut, da war ich jetzt, ne? Ja, muss ich jetzt hier lang. Oh nö. Oh verdammt. Oh. Was bist du denn für einer? Hast du mich erschreckt? Was kriegst du denn direkt über mir? Schon in Ordnung. Man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich findet man Rubine, aber auch hartes Metall oder Herzen. Und immer du einen Lust siehst, solltest du darauf losgraben. Oh, hoi, hoi. Hallo? Da ist doch gar keiner drin. Geld, Geld. Vorsicht, Vorsicht. Bomben. Alles klar. Ah. Was? Ich dachte, hier kämpft jetzt irgendwie nach oben. Moment, aber das ist so ein Labyrinth oder sowas. Ne? Ah ja. Ich muss einfach nur da hinten weiter. Da, oder was? Hier kann man sich wirklich verlaufen. Da muss ich rein. Habe ich mir schon fast gedacht. Also ich muss eine dieser Viecher hier besiegen, ne? Ich besiege denn gerade den hier. Ey, au, ey, au, blablabla. Mann, ey, dass man hier aber die Kamera auch nicht drehen kann. Das wird nichts. Wie soll ich denn den jetzt besiegen? Ich glaube, ich muss den anderen besiegen. Der fängt ja schon hier ab.
Hä, wie mache ich das denn jetzt? Oh, ich weiß nicht. Wenn da die Bombe dran kommt. Hallo, ey! Ja, dann explodiert das. Kann ich ihn vielleicht abschieben? Guck, vielleicht mit dem Käfer. Kann ich ihn irgendwie betäuben? Hallo? Oh. Okay. Eventuell. Wenn ich ihn abschieße. Was? Ob das nicht wahr? Aber die bleiben alle so stehen. Hä, ja, das geht nicht. Egal, wo ich mich hinstelle, werf doch die Bombe weg. Ey! Ich weiß es nicht. Also das Game hier, das ist irgendwie so verwirrend. Nee, das geht nicht. Da ist auch. Aber dafür muss ich ihn besiegen. Und die fangen direkt an, wenn die mich sehen. Moment mal. Was bin ich hier? Okay. Es wird ziemlich knapp. Moment mal, das ist nicht mal ein Riss in der Wand. Moment, da ist der Riss. Ey, das geht doch gar nicht, das ist viel zu kurz. Ich muss den hier wegbekommen. Aber die Viecher, die kriegt man hier gar nicht kaputt. Ey, das ist doch wirklich unmöglich. Hä? Wo sind denn jetzt die Bomben? Wenn ich die jetzt dagegen werfe, dann explodieren die direkt. Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Wieso hat das jetzt funktioniert und eben nicht? So, er ist jetzt weg. Jetzt komme ich da leicht dran. Das ist aber immer noch nicht mein Ausweg. So. Was ist da jetzt wieder drin? Schon wieder Elden Erz. Ich weiß nicht, wofür ich das alles brauche. Oh, 100 Rubine. Das nehme ich auch gerne. Oh Mann, was ist denn jetzt? Wenn du mir jetzt wieder irgendwas sagst, was ich jetzt schon weiß. Wieder deine Geldbörse ist bereits voll mit Rubinen. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du keinen weiteren Rubinen mehr aufnehmen kannst. Ja, Dankeschön! Toll! Das ist nicht
nicht mein Ausweg. Doch, das ist mein Ausweg. Das hier geht definitiv nicht. Er ist doch da. Ey, dass man diese Kamera hier aber auch nicht drehen kann. So. Ich will hier weg. Was ist das? Das Geschenk der Göttin. Okay. Warum lasse ich das eigentlich nicht stehen? So. Wo bin ich jetzt hier? Überall ist hier Geld drin. Ihr habt mir... Ah, jetzt bin ich hier. Ihr habt mir auch gesagt, dass wenn ich zurück zum Wolkenmeer will... Das kann ich ja über diese Vogelstatuen machen. Aber da kann ich auch dann wieder zurück zu dem Ort. Also ich kann mir quasi aussuchen, zu welchem Ort, zu welcher Vogelstatue ich hin will. Noch einer, aber diesmal grün. Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. Also ein Kumpel von dir. Was sagst du alles mit schwarzen Klamotten? Wahrscheinlich im Dungeon. Ah! Kann ich hier die Abkürzung nicht öffnen? Oh. So. Alles klar. Hier wird einfach mal der Eingang so gewährt. Auserwählter der Göttin. Wie heißt das denn? Das ist die Schwarzperson. Zeldas nach, beeil dich. Im ersten Blick sieht die aus wie Impa. Aus Ocarina of Time. Ich sah gerade keine Auswahl aus. So, ich habe das Gefühl, dass ich das hier auch irgendwie kaputt machen kann, oder? Das kann ich schon bestimmt zerstören. Hallo. Nee, okay, kann ich nicht. So, aber hier ist eine Vogelstatue. Vulkanaufstieg. Erstmal speichern. Perfekt. So, und jetzt ins Wolkenmeer reisen. Ich will mein Geld ausgeben. Ja. Wenn das jetzt nicht funktioniert. So, wir haben noch eine Minute Zeit. Natürlich mal wieder auf den Vogel reiten. Muss. Achso. Ich brauche mal wieder neue Kerne.
Hallo? So. Ich brauche. Hey, der hat was Neues. Was ist das? Die Insektenmedaille. Okay. Ich, wahrscheinlich lockt die Insekten an oder so. Ah. 1000 Rupien. Die kaufe ich direkt. Ja, ich nehme das da. Zusatzbörse. Ja, 300 Rupien mehr. Ja, das ist sehr, sehr praktisch. 100 Rubine nur. Die will ich haben. So. Thank you. Dankeschön. Das will ich auch. Nee, halt, das kann ich gar nicht, oder? 300. Nein. So, und das andere Ding war 800, ne? Geh mal wieder raus und wieder rein, vielleicht hat er jetzt wieder was anderes. Ich hab noch eine. Ja. Nochmal für 100 Truppen, natürlich kaufe ich die wieder. Also kann ich die mir jetzt eigentlich dreimal kaufen. Kann ich 900 Rubine tragen. Soll ich mir jetzt wieder kaufen? Ich weiß nicht. Nee, ich brauche eigentlich kein Geld, oder? Hier muss man nirgendwo was bezahlen. Nee, dann kaufe ich gerade noch eine. So, wahrscheinlich ist das schon die letzte. Oh. 300 Rubine. Achso, ja, ich dachte gerade, die kostet 300 Rubine. Ja, die hole ich mir. So. 1200 Rubine. Das reicht jetzt erstmal. Jetzt habe ich sowieso kein Geld mehr. So, Freunde, das war's aber jetzt erstmal wieder von dieser Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich versuche das jetzt mal. Ich. Ups, ey! Das war schade. Ha! Himmelsfalter. Also bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein und ciao.